Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einer neuen Runde CSGO Overwatch. Auf Cash, mal wieder. Sehr schön, sehr schön. Da bin ich ja immer gespannt, wie es läuft. Solange es nicht das 2 ist, ist es nass. Wobei die das 2 Dinger ja auch eigentlich gar nicht so übel sind. Das ist mitten im Spiel, es ist kein Warm-up und die Leute laufen im Kreis, okay. Er schießt daneben, er zielt eindeutig daneben. Zumindest jetzt gerade diese zwei, dieser und dieser hier, das waren, ich glaube, die waren eher daneben geschossen und trotzdem ging es rein. Ich bin gespannt, ob es so schwer wird wie letztes Mal. Letzter Fall war ziemlich hart. Augenscheinlich oder auf den ersten Blick für das ungeübte Auge sah es vielleicht direkt so aus, als wenn da ein harter Cheater am Start wäre. Aber das ganze Teil im Gesamten hat dann doch gezeigt, dass es... ist es etwa so ein Boosting-Game? Ist vielleicht eine neue Masche? Das Spiel erkennt ja automatisch, wenn so ein Boosting-Game stattfindet. Das ist einfach eine Anomalie im Spielablauf und vielleicht glauben sie, dass sie schon mal durch das Laufen, durch dieses Bewegen, dass sie das damit verfälschen können, also für das System selbst, indem sie einfach die ganze Zeit im Kreis laufen. Aber es hat scheinbar nicht geklappt, das wurde trotzdem reported. Die Sachen werden eigentlich, oder ja, sie können von alleine reported werden, das Spiel erkennt eben, oder das System erkennt den Fehler und reportet sich dann praktisch selbst, so mehr oder weniger. Es kommt dann einfach ins Overwatch, um nachzuschauen oder nachschauen zu lassen, was da so passiert. Ja, ich denke, es ist ein Boosting-Game. Somit ist es eh schon mal eine Grief-Runde für jeden. Und da bei vielen Seiten oder vielen Anbietern ein externes Programm genutzt wird, um eben diese Runde zusammenzubekommen, gibt auch noch ein External Assistance-Dingens. Das habe ich erst vor kurzem erfahren. Also was heißt vor kurzem? Mittlerweile ist schon etwas länger her. Aber die ersten paar Boosting-Games, die ich bekommen habe, waren reine Griefer. Also die habe ich als reine Griefing-Games gemeldet. Aber ja, seit neuestem gibt es eben auch, oder seit ein paar Monaten, weiß man, dass es dafür extra Software gibt. Und wer dann an sowas beteiligt ist, an so einem Boosting-Game, sei es jetzt up oder down, ist egal in welche Richtung, muss sich im Klaren sein, dass es dafür auch den External Assistant-Bann geben kann, wenn das alle anderen Overwatcher auch drücken. Die anderen gingen, glaube ich, immer ganz gut rein, die Grief-Bans, die Grief-Bannerische, weil ich die XP... diese Bonus-XP dann immer ziemlich zeitig bekomme. Direkt nach den Overwatches, einen Tag oder zwei später, kommt ja die Nachricht, hey, gute Arbeit als Overwatcher, hier sind wieder Zusatzpunkte. Da gehe ich dann meistens davon aus, dass der Fall oder die Fälle, die letzten paar Male so erschienen sind, dass die positiv abgelaufen sind. Also das hier ist leider ein Boosting-Game, leider jetzt keine allzu schwere Sache, aber vielleicht für euch dann trotzdem nochmal die Möglichkeit, um an ein paar Infos zu gelangen, eben über diese Dinge. Gerade bei den ersten paar Grief-Games, Boosting-Games und so weiter, haben viele gar nicht verstanden, warum es dafür einen Grief gibt. Da war da zufällig noch ein Teamkill dabei und es hieß, hey, also das ist voll übertrieben, dass du dafür einen Grief gibst. Aber das Spiel an sich ist ein gesamtes Grief-Spiel. Das gesamte so Boosting-Games. In Grief, ich lese es euch gleich vor, im Grief steht ja auch, wenn es anti-competitive ist, das ist ein Teil davon, dann ist es ein Grief. Und anti-competitiver könnte es nicht sein, wie diese Mache hier. Denn damit boostet man Leute, die den Rank eigentlich nicht verdient haben, hoch, beziehungsweise Leute boosten sich runter, um zu smurfen, und das ist das höchste der Gefühle, was eben anti-competitive angeht. Ich weiß aber nicht, ob er nicht auch noch einen Aimer mit dabei hat. Also manche, die Sachen gehen echt hart rein. Er ist gar nicht richtig drauf. Es wirkt wie so ein Silent Aim oder sowas, ne? Dass es dahin fliegt und dass sein Fadenkreuz direkt dahin juckelt. So war das doch, gell? Habt ihr das eben gesehen? Er hat durchgehend gerade ausgeschossen, aber es ist immer rechts eingeschlagen, oder? Oder habe ich mich da gerade verguckt? Vielleicht drücke ich ihm noch eine Aim-Unterstützung rein. Das ist irgendwie merkwürdig. Lass mal kurz langsam machen hier. Jetzt würde ich mal kurz gucken, wie er die... Komm schon, bitte, bitte, nein, nein, nein. Das sah jetzt völlig normal aus. Jetzt habe ich so viel gelabert über diese Grief Games, dass ich da nicht genau drauf geachtet habe. Es sah schon ziemlich zuckelig aus und manche Sachen sahen echt so aus, als wenn er nicht genau drauf gewesen wäre. Es gibt auf jeden Fall Grief und den Other External Assistants. Und jetzt überlege ich halt gerade, ob das ein Aim Assist auch nochmal wert ist, aber ich glaube nicht. Ich glaube, den lasse ich lieber weg. Wenn die Leute so rumlaufen oder stehen, wahrscheinlich war es doch. Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Naja, das hier würde wahrscheinlich, oder wird wahrscheinlich eh von den anderen auch gedrückt. Es wird als Boosting Game anerkannt und dann sollte das einen lockeren Bann geben.
Beziehungsweise, ja doch, sollte eigentlich reinkloppen. Ja, solche Sachen werden in letzter Zeit immer öfter gesehen. Also früher gab es Boosting-Games nicht so oft, zumindest nicht so oft in Overwatches, aber es wird im Moment immer schlimmer. Ich kann euch einfach nur ans Herz legen, unterstützt das auf gar keinen Fall. Boostet keine Leute, also vor allem nicht in solchen Lobbys. Wenn man sich untereinander als Kumpel so, komm, ich zieh dich hoch, ich carry dich, haha, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber wenn ihr externe Seiten benutzt oder externe Programme, um Boosting-Games beizutreten, dann seid ihr schon kleine Schweinepriester, weil das ist, ja... Alle ringen sich immer auf. Der Grief, der hat nur 3 Stunden Spielzeit und ist wie der letzte Global. Solche Sachen entstehen genau so, indem eben jemand, der auf Supreme ist, sich downboosten lässt mit solchen Spielen. Also er ist dann derjenige, der sich im Kreis dreht oder nur rumsteht und verliert, verliert, verliert und dann 3 Ranks oder 4 Ranks oder 5 Millionen Ranks runterfällt. Und dann ist der mit seinem zweiten Account halt Holzstufe 4 und pimmelt da unten ordentlich die Leute zusammen. Und die haben dann wiederum eine schlechte Zeit beim Upranken. Das ist einfach ein riesen Scheißhaufen. Das habe ich euch gar nicht gezeigt. Da steht unten bei Grief steht Anti-Competitive und noch so ein paar andere Dinge. Anti-Social und so weiter und so fort. Natürlich ist es auch sehr asozial, also Anti-Social, wenn man sowas macht. Ja, aus gleichen Gründen, wie es Anti-Competitive ist. Es ist echt bescheuert. Also macht das bitte nicht. Macht sowas nicht, ihr Gauner. Und ja, ich hoffe, das nächste Overwatch wird ein bisschen chilliger oder cooler. Ich werde das direkt mehrere aufnehmen am Stück. Und darum sehen wir uns dann für mich gleich wieder, aber für euch erst dann wieder übermorgen oder in 3 Tagen. Also hier bei einem Overwatch. Dankeschön fürs Zusehen. Ciao, ciao. How can this happen to me?